Die zweite Mannschaft von Fußballrekordmeister Bayern München hat sich den Meistertitel in der Regionalliga Bayern gesichert und damit das Ticket für die Aufstiegsspiele in die dritte Liga gebucht. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz setzte sich am Freitagabend 3:1, 1:0, gegen Greuther Fürth 2 durch und ist damit am letzten Spieltag nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Die Bayern-Reserve, die zuletzt in der Saison 2010/11 in Liga 3 spielte, trifft nun in der Aufstiegsrelegation in Hin- und Rückspiel 22 und 26 Mai auf den Meister der Nordstaffel. Dort kann sich am Samstag der VfL Wolfsburg mit einem Heimsieg gegen Germania Egesdorf Langreda den Titel sichern. Direkt als Regionalligameister sind bereits Waldhof Mannheim Südwest und der Chemnitzer FC Nordost aufgestiegen. Ebenfalls direkt in die dritte Liga steigt der Meister der Weststaffel auf. Dort kann Viktoria Köln am Samstag schon mit einem Punkt beim SV Strahlen alles klar machen. Punkt. Let's block it.